da was ein, von dem wir alle profitieren können. Und zwar von unserem dreijährigen Jubiläum. Ja, wir gehen ins vierte Jahr und haben aktuell die besten Deals auf Uhren, auf alles Parfums. Es gibt Bundles. Merkt euch dieses Datum hier. Es wird atemberaubend. 1200 Euro. Oh, was sehe ich denn hier? Die Arme. Alle denken, sie machen den Big Hit. Ja. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute haben wir wieder das eines der besten Formate auf diesem Kanal und diesmal mit unserem Stargast. Ja. Den Nico. Ja, Insko, wie läuft's? Heute nämlich sind wir als Duo-Team und zwar, wenn ihr das hier seht, wisst ihr, es gibt Ärger, es gibt Probleme, ne? Und soll ich dir die Box einzeln geben oder soll ich ihn doppelt geben? Nein, so machen wir es heute nicht, denn wir haben heute wieder die Mystery Box und ich habe die Kommentare von euch da draußen gelesen. Ihr habt alle gesagt, dass ihr immer die Box nehmen würdet bei mir und deswegen haben wir dieses Mal nur Nüsse drin. Ist schon gemein. Ist schon gemein, aber es ist auch eine Lehre an dieser Stelle für all die Leute, die haten wollen. Guck mal, Leute, wir haben heute übertrieben das Cash dabei. Guck mal hier. Hey. Und das soll euch eine Lehre sein. Lass mich kurz bitte ausreden. Das soll eine Lehre an alle jungen Leute sein. Seid nicht zu gierig. Bei allen Kryptosachen, dies, das und so weiter. Ihr denkt immer, seid nicht zu gierig. Manchmal muss man auch den Exit wählen. Von daher. Was ich eine Sache, die ich sagen will. Nee, ich bin nicht fertig. Nein, okay, sag so. Ja, sag. Let's go. Ja. Spaß. Nein, also wirklich eine Sache, die ich sagen will. Was ich gemerkt habe in der letzten Episode, ich finde es eigentlich voll das geile Format, ehrlich. Ja. Richtig cool anzugucken. Ja. Und ich meine, die Leute, die gewinnen ja immer irgendwas. Selbst wenn es nur Nüsse sind, sie haben ja was gewonnen. Ja, genau. Wie kann man sich denn darüber beschweren, was zu gewinnen? Hättest du mehr gewonnen? Ja, aber du hast überhaupt was gewonnen. Sei doch froh. Also das habe ich nicht verstanden, dass da wirklich Leute gibt, die das dann am Haten sind. Deswegen finde ich es jetzt cool, dass wir eine Nüsse dabei haben. Nein, es war da. Wir werden das ja noch häufiger machen. Aber diesmal erstmal, weißt du, ein kurzes Antäuschmanöver, dass die Leute nicht immer denken, bei mir gibt es immer was zu holen. Von daher, wir gehen jetzt auf die Straßen und legen los. Wir sind heute hier nämlich in Stuttgart unterwegs. Ist das hier eigentlich eine gute Gegend so? Hier ist eigentlich, sag ich mal, die Gegend der Abgehobenen und Reichen. Okay. Ja? Das heißt, hier sind wir genau richtig. Super. Guck mal, die Jungs, die wollen es, oder? Die Jungs? Kommt, Jungs. Kommt, wie geht's euch? Warte, Yoshi. Yoshi? Ja, ja. Lukas, Jungs, ihr beiden seht mir nach Gewinnertypen aus. Ja. Kommt mal kurz rein, ihr habt jetzt die Chance, wirklich was zu gewinnen. Also, no shit. Wir haben Folgendes für euch vorbereitet. Wir haben diese Box, die könnt ihr einfach nehmen, wenn ihr das möchtet. Oder wir haben einen Bargeldbetrag, den wir euch beiden anbieten. Okay, stabil, ja. Okay. Seid ihr 50-50-Typen, also würdet ihr euch das teilen? Auf jeden Fall, ich würde teilen, ja. Okay. Okay, ich sehe hier schon, hier wird der erste Schein gezückt. Ihr habt jetzt die Chance. Wollt ihr die Box oder nehmt ihr 200 Euro in bar? Ich bin ein Überraschungstyp, ich würde mich für die Box entscheiden. Noch. Ja, ja, ich würde auch die Box nehmen. Die Box nehmen? Aber also kennt ihr mich? Oder? Ja, wir kennen dich deswegen. Ah, okay. Ja, euch ist schon bewusst, was halt auch in der Box sein könnte, ne? Ja, eine Uhr kennt man wahrscheinlich, weil du machst ja was mit Uhren. Aber auch Parfums. Parfums auch, aber wäre auch nicht schlecht. Man will ja auch gut riechen. Das ist richtig. Oh, was kommt denn hier? Jetzt ist hier nochmal ein Pulsiger draufgekommen. Das ist nicht so viel, finde ich. Also. Oh, was sehe ich denn hier? Wir sind bei 350 Euro, 175 Euro pro Kopf. Jungs, wie sieht's aus? Immer noch die Box? Ja, ich bin ja auch Überraschungstyp. Ja? Lass uns überraschen. Aber 350 Euro ist auch nicht schlecht. 350 Euro ist sehr stabil. Ja. Was arbeitet ihr, wenn ich fragen darf? Wir studieren. Ihr studiert? Ja. Ja, Jungs, dann schmeckt die Kohle ja doppelt. Ja. Aber es könnte halt auch wirklich eine Rolli drin sein. Überlegt euch mal eine Rolli jetzt, die haben. Das wäre heavy, oder? Das wäre sehr heavy, ja. Es wäre heavy. Das müssen wir auch verkaufen zum Teil. Ja, ja. Ja, was ihr dann damit macht, ist euer Ding. Ja, ihr habt tragen darf, oder was? Ihr bleibt bei der Box? Ja. Seid ihr ganz sicher? Ich kann noch bei der Box bleiben, ja. Jungs, ich finde es so geil. Ich schwöre, wenn ich hier wäre, ich würde es einfach nicht packen. Wir machen einen glatten Betrag, wir machen 500 Euro. Du musst Risiko-Chance-Verhältnis anschauen. Das stimmt auch. Okay, erklär uns bitte kurz das Risiko-Chance-Verhältnis. Also, wir haben jetzt 500 Euro. Das Risiko-Chance-Verhältnis basiert darauf, dass hier möglicherweise eine Uhr drin sein könnte, die den Wert des Bargelds möglicherweise überschreiten könnte. Wo willst du denn schwach werden? Ich habe schon Bock zu gamblen, sag ich mal. In dem Sinne.
ich würde, glaube ich, ich glaube, ich wäre auch eher der Typ, der die Box nehmen würde. Ja, Jungs, wie sieht's aus? Bleibt immer noch Box. Würdest du auch bei der Box der Südtag? Ja, bleibt bei der Box. Jetzt lass mal. 700 Euro. Guck mal, Berater. Ja, aber wenn es ja, pass auf, egal. Geht erstmal. Ich hab dir gestern gesagt, ich hab dir gesagt. Ihr könnt euch ja erstmal kurz beraten. Ich würde immer noch die Box nehmen, sag ich ehrlich. Einfach weil ich Risiko nehme. Aber das ist nichts drin. Wenn nichts drin wäre, wäre auch nicht schlimm. Ja, ist ja was drin. Es ist auf jeden Fall irgendwas drin. Ja, wenn es unter dem Wert wäre, wäre auch nicht schlimm. Okay. Dann überlassen wir euch die Boxmänner. Dann habt ihr. Vielen Dank erstmal fürs Mitmachen. Das Reveal kommt, in der Box ist. Das sind diesmal nur Nüsse. Nüsse auch nicht schlimm. Also, das hier sind White Strawberry. Also, es sind Schokolade mit weiß. Ich hab das letzte Video gesehen, weißt du? Ja. Ich hab's Egal. Ey, Jungs, wirklich. Ich fühle den Pain, den ihr gerade durchmacht. Egal, ne? Ich werde die Nüsse genießen. Aber sehr sympathisch, dass ihr trotzdem cool reagiert, ne? Dass ihr sagt, ey geil, Nüsse nehmen wir trotzdem mit. Ne? Ja. Ich hätte euch das Geld wirklich von ganzem Herzen gegönnt. Ja, alles gut. Aber ja, so ist das Leben manchmal. Ne? Entscheidet sich ja jemand anders. Ja, wir gucken mal. Männer, vielen Dank euch fürs Mitmachen. Ne? Ciao. Schönen Tag euch. Haut rein, ciao. Danke. Die Armen, die waren so richtig so. Ja, Marc, hör auf uns zu verarschen. Wir wissen, dass da was Krasses drin ist. Hör auf damit. Entschuldigen Sie. Hätten Sie Lust, eine Kleinigkeit zu gewinnen? Nee? Nichts gewinnen? Okay. Mein Lieber, es ist eigentlich relativ simpel. Entweder du bekommst diese Box. Okay. In dieser Box könnte alles Mögliche drin sein. Kennst du ihn? Ja. Also entweder du nimmst die Box oder 200 Euro. Ich nehme die Box. Dann nimmst du die Box? Ich nehme die Box. Du weißt aber, dass da halt auch zum Beispiel nur sowas Kaffee. Wie Kaffee. Kann auch Kaffee drin sein. Ich nehme trotzdem die Box. Bist du dir ganz sicher? Ganz sicher. Also du schätzt das Risiko hier richtig ein, weil ich sag's mal so, man hat 200 Euro, das Risiko, dass da was Günstiges drin ist, könnte schon da sein. Ich nehme trotzdem die Box. Vielleicht ist es ja gutes Kaffee. €600. Alter, was ist mit den Leuten hier los? Ich nehme die Box. Hä, aber wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf? Ich bin ein Überraschungstyp. Ich kenne deine Parfüme, dein Parfüm ist ein Kuh und die kosten auch 200 Euro. Ja, aber das sind 600. Aber ich nehme trotzdem die Box. Ich lasse mich überraschen. Ne, aber. Einfach so? Aber jetzt, du musst auch mal überdenken, wenn da jetzt nichts drin ist. Guck mal, das oder ist halt, jetzt was heißt nichts, aber. 2, 4. Popcorn oder Nüsse oder 2, Kaffee, wenn das 4, da drin 6, ist. 8, das sind 800 Euro. Egal. Das sind 800 Euro jetzt. Ich nehme trotzdem die Box. Ey, Alter, willst du. Guck mal, pass auf. Das hier sind 1000 Euro jetzt. Alter, du musst doch irgendwann schwach werden. 1000 Euro? 1000 Euro. Ey, was würdest du jetzt mit 1000 Euro machen? Ich nehme trotzdem die Box. Oh, ist dir Geld egal? Geld ist mir eigentlich egal. Ja, okay, auch. Das ist schon mal cool. Nein, das ist eine coole Einstellung. Das ist eine coole Einstellung von ihm, dass ihm Geld egal ist. Aber 1000 Euro? 1200 Euro. Überleg mal, du könntest. Keine Ahnung, hast du eine Freundin? Ja. Boah, du könntest mit deiner Freundin geisteskrank essen gehen, könntest sie ausführen, du könntest sie sogar noch was schenken. 1200 Euro, Digga. Ich nehme die Box und wenn ich verkacke, dann denke ich nächstes Mal lieber drüber nach, wenn mir jemand noch mal sowas abgeht. Dann hast du heute Abend Stress zu Hause mit deiner Freundin. Willst du wirklich die Box nehmen? Ist es dein Final? Denk kurz noch mal drüber nach. Ja, ich nehme safe die Box. Du bist sehr entschlossen für die Box, ne? Ja. Okay. Okay, Bro, dann nehmen wir die Box. Und zwar, es sind unsere Schokoladen. Mit Strawberry. Weiße Schokolade mit Strawberry. Ja. Es tut mir so weh, Bro, du hast 1200 Euro nehmen können. Aber es hat mich sehr gefreut. Hey, Bro. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht noch ein Bild machen. Natürlich. Ich wusste das. Die Leute haben dieses andere Video gesehen. Ne? Und die wollen jetzt immer die Box nehmen. Weißt du? Ja, guck mal, es ist und krass. Lasst euch eine Lehre sein. Wenn euch jemand 1200 Euro bietet, Dann nehmt die einfach. Nehmt die einfach, weißt du, weil lieber der Spatz in der Hand als der. Grüßt euch, meine Lieben. Wollt ihr beiden was gewinnen? Es ist nicht so ein Scheiß mit so einer Umfrage oder sowas. Ihr könnt wirklich Geld gewinnen. Okay. Einfach zu reich, die Leute in Stuttgart. Die Leute, die wollen nichts gewinnen. Okay. Geld will ich nicht haben. Mein Lieber, grüße dich. Hast du Bock, ein bisschen Geld zu gewinnen? Nein, danke. Wirklich nicht? Ich glaube, es wird auch nicht. Okay, alles klar.
Wir haben jemand Neues hier an unserer Seite. Dein Name ist? Hashim. Hashim? Genau. Wie geht's dir? Ganz gut. Und ja? Was? Ach, du bist, kommst gerade aus der Parfümerie? Nee, wir waren gerade bei Thomas Sabo. Ach, schön. Ohrringgerät. Cool. Ja. Hier kann alles drin sein und jetzt ist halt die Frage, was du eher nimmst. Also, es ist auf jeden Fall was da drin, aber halt, du kannst 200 Euro nehmen oder die Box. Fängt schon gut an, ne? Mhm. Schon interessant, was in der Box ist, ne? Ja. So. Was sagst du? Ist schon die Box. Bin schon neugierig. Die Box? Ja. 400 Euro oder die Box? Ist nicht leicht, ne? Ja. Was würdest du mit 400 Euro jetzt machen? Boah, 400, gute Frage. Vielleicht machen wir heute Abend was essen gehen. Gute so. Idee, ne? So beim Brasilianer hat man heute vor. Ah. Da kann man gut essen gehen, für die 400. Ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, in der Box könnte halt theoretisch auch... Dangerous sein. Sagst du, Box oder? Bin ich schon neugierig, was da drin ist. Nee. Box. Box. Da ist Box? Drin. So Sergio wäre jetzt nicht schlecht, ne? Das könnte aber auch so... Mit 400 Euro kannst du auch... Kriegst du ein... Gut, Sergio duft schon. Ist was ganz anderes, also ob ich es mir jetzt selber kaufe oder das bei dir gewinnen wäre schon... Ja. Nice, wenn man schon ab und zu mal die Sachen sieht. So. Du darfst aber nicht vergessen, in der Box könnte halt auch Kaffee drin sein. Ja, ja. Komm, Pokémon, Mann. Ich hätte gerne die Box. Es ist so geil. Schokolade. 5 mal Euro. Ja, hast am Anfang schon große Schritte gemacht, jetzt werden sie kleine. Box. Box. Jetzt sag's dir. Hättest du das nicht gesagt? Diese Leute in Bro, 700. 700 Euro. Krank, ne? Krank. Was verdienst du im Monat, wenn ich fragen darf? Ich schwank so zwischen 2,5, 3. Wählweise. Box. Digga, ey, das ist unglaublich. 1000 Euro, das sind jetzt 1000 Euro. 1000 Tacken zwischen. Ich würde schon gerne mal gucken, was da drin ist. Es liegen 1000 Euro auf dem Tisch. Guck mal, 1200 Euro. Okay. 1200. Die Denkmaschine läuft. Jetzt bist du am Die Nachdenken. Die Denkmaschine, ne? Läuft. Bist du am Nachdenken. Ja, ist schon viel Geld, so ist nicht. Gar keine ja, safe. Frage. Also 200-300 sind schon viel. Also, wenn man jeden Tag arbeiten geht. Safe, Bro, safe. Wenn ich in deiner Situation wäre, ich fühle den Gamble, ne? Was würdest du? Ja, was, ja, genau. Ich fühle den Gamble, aber 1200 sind. Würdest du bei 1200 Euro schwach werden? Ich glaube, ich würde tatsächlich schwach werden. Ja, okay. Ja, also ich bin einer, der pokert schon gern. Also, am Ende, dann rege ich mich halt auf, denke so, ey, Junge, aber. Box. Okay. Okay. Guck mal, wir machen jetzt 1500 Euro. 1500 Euro. Schon heftig. Damit kannst du dir auch Parfüms kaufen und essen gehen und noch, keine Ahnung, dir einen neuen Sessel kaufen oder so. Aber vielleicht auch. Die Rolex ist drin, kann ja auch so. Was das ist, was magst du? Also hast du Uhren oder magst du Uhren? Ich wollte mir jetzt vor kurzem auch mal Apple Watch, kann man nicht vergleichen, aber ich habe jetzt Rolex Air irgendetwas. Air King. Ja, genau. Air King. Okay. Genau. Cool. Das wollte ich jetzt mal gucken gehen, ob es das dort gibt. Und Air King wäre cool. Ja, schon fresh so. Ja, vielleicht kriege ich dir heute geschenkt. Sein. Vielleicht Weil aber teurer. Auch nicht. Ja. Vielleicht aber auch nicht, genau. Vielleicht aber auch nicht. Was wäre denn die Uhr drin? Also? Dangerous. Aber da liegen ja, halt auch 1500. Mal ich würde sagen einfach, Box wäre schon nice. Vielleicht habe ich echt Glück und was ich mir seit ein paar Jahren wünsche, Risiko. Nimmst du die Box? Ja. Okay. Dann schauen wir mal nach, Ade, was da drin was ist. Die Entscheidung ist gefallen. Die Entscheidung ist gefallen. 1500 Euro gegen. Gegenüber. Wir haben sehr leckere Strawberries drin mit weißer Schokolade. Boah, es ist so geil. Weiße Schokolade. Ja, aber immerhin. Das ist die richtige Einstellung. Immerhin. Das ich habe ja vorhin gesagt, so. Geiler vielen Team. Dank auf jeden Fall. Nee, ja. Aber ich habe ja vorhin gesagt gehabt, was von ihm zu kriegen, ist ja auch was ganz anderes. Ja. Man sieht ja euch auch nicht jeden Tag. Oder? Ja. Sehr schöne Einstellung. Werde ich auf jeden Fall nicht essen. Okay. Jetzt einen Platz kriegen, wo ich es hinstellen. Als sehr Erinnerung auf jeden Fall. An den Moment. Ja. Sehr, sehr schöne und ehrenwürdige Einstellung. Vielen, vielen Dank. Super. Vielen Dank fürs Mitmachen, Mann. Schönen Tag euch noch, ne? Dankeschön. Ihr beiden, ihr seht mir nach Gewinnertypen aus. Ich glaube, ihr beiden werdet heute dick was abräumen, oder? Okay, Männer, Namen. Hassan. Mit Alentin. Männer. Ich glaube, wir gehen hier ein bisschen rein. Ja, lass uns mal in den Windschatten gehen. In dieser Box könnte alles drin sein. Die könnt ihr nehmen oder
Alternativ nehmt ihr Folgendes, was Marc aus seiner Tasche hervorzaubern wird. 100 Euro für jeden oder die Option auf alles oder nichts. Alles oder nichts? Alles oder nichts, das haben wir zu verlieren. Ja, ich stimmt auch. Boah, so, zwei Hunis für jeden. Ist es in der Box oder? Also die Box, da ist was drin, auf jeden Fall. Ja. Da ist auf jeden Fall was drin. Ich sag dir ehrlich, Box, komm. Lass Box. Wollt ihr risken? Ja, ja. Ja, komm. Ja, euch ist aber bewusst, es könnte wirklich halt auch nur eine Packung Kaffee drin sein. Die Leute sowas, in ne? Stuttgart sind schon krass drauf. Ja, die sind krass drauf. Oha! 600 Euro. Ja, guck mal. Die, ey, 600 Euro. 300 für jeden. 300 für jeden. Ey, Jungs, 300 Euro in der Schulzeit einfach mal so auf der Straße kurz mitgenommen. Easy cheesy, schon sehr verlockend, ne? Ja, der ist safe am Anfang des Videos, ist da so voll was Krasses drin. Ich finde auch, Digga. Ja, für Parfüm und AP und so. Da ist ja eine Uhr drin oder so, wer weiß. Ja, am Ende ist da gar nichts drin. Ne, ist was drin. Ist auf jeden Fall was ja, drin. Ja, aber komm, wir machen einfach die Box. Ja, die Box. Ihr macht die Box? Ja, Box. Oha, als ob. Ey, was ist das? Was ist das? Nochmal ein 200er. 800, 400 pro Kopf. Männer, langsam wird's ernst. Ich weiß nicht so. Aber ihr könnt auch euch in Ruhe beraten und kommt gleich wieder. Ja, komm, lass mal. Okay, beratet euch kurz. Kommt gleich wieder. Und hättest du es gedacht? Es ist. Ich glaube, die nehmen das Geld. Ich glaube, sie werden schwach. Ich glaube die gerne. Nee, ich glaube die gerne. Nee. Die sind so auf diesem, ey, da könnte AP drin sein oder so. Nein, die gambeln nicht, nein. Ich glaube, die nehmen das Geld. Komm, wir machen die Box, ey. Die Box. Die Box. Ja, okay. Oh, da kommt nochmal ein Griff in die Tasche. Da kommt nochmal ein Griff in die Tasche. Guck mal, Jungs, das sind jetzt 1000 Euro hier, ja? 1000 Euro. Na, was? Ihr denkt mir so, boah, ist voll krass. Und am Ende ist da so einfach das Drei- oder Vierfache drin. Okay. Weißt du, was wir machen? Wir nehmen einfach das Geld. Ja, okay. Wir nehmen das Geld. So, und selbst wenn da jetzt eine Rolex drin ist, soll sich die andere Person. Ja, okay, also ihr wollt das Geld nehmen? Ja. Ja. Dann sage ich, ihr seid die allerersten, die das Geld nehmen. Und es geht heute in dem Video tatsächlich darum, dass man nicht zu gierig sein soll. Ja. Von daher viel Spaß damit. Weil innen drin waren nur schokoladenüberzogene Nüsse. Es war so klar, weil sehr gut, Jungs. Geil! Geil, Alter! Also ich freue mich sehr darauf, dass ihr das bekommen habt. Und ja, habt Spaß, teilt das Geld. Glückwunsch, Männer. Ihr seid die einzigen gewesen von jetzt allen, die eine schlaue Entscheidung getroffen haben. Ja. Wir müssen ein Teil spenden. Es ist Ramadan. Oh, sehr, sehr gut, schön. So Leute, damit sind wir am Ende vom Video angekommen. Eine Person oder zwei Personen haben richtig sich verhalten, ne? Ja. Was kann man als Lehrer mitnehmen? Manchmal sollte man tatsächlich das nehmen, was man in der Hand hat. Also ich muss sagen, sehr, sehr geiles Format. Hat übelst Spaß gemacht zu drehen. Ich glaube, es macht auch übelst Spaß, wieder zuzugucken. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ja. Und ich muss wirklich sagen, sehr geile Reaktion hier. Obwohl auch viele Leute einiges hätten gewinnen können, was sie dann nicht getan haben. Trotzdem sehr cool reagiert. Geile Aktion auf jeden Fall gewesen. Grüße gehen raus an die Leute. Und ja, Mann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.